meiner Haut mache ich mir eine... Er steht nicht mehr auf. Was willst du? Du kommst doch nicht von der Inquisition, oder? Führ mich ruhig ab. Ich habe sowieso nichts mehr. Warum sollte ich dich abführen? Oh, dann bist du nicht hier, um mich einzusperren. Naja, ich hätte mich schon fast drüber gefreut. Was ist mit dir passiert? Schau mich doch an. Ich sitze hier halbnackt in der Pampa. Ich habe alles weggeworfen, als ich von diesem Scheißmonster geflohen bin. Monster? Ich dachte, dein Problem ist die Inquisition. Die auch. Aber mit der komme ich klar. Wenn dieses geflügelte Mistding mir nicht alle meine Sachen geklaut hätte. Ich wollte doch nur meinen Schatz an einem sicheren Ort vergraben. Woher hätte ich wissen sollen, dass da so ein Vieh wohnt? Wo finde ich dein Monster? Keine Ahnung. Ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt. Hab in der Hektik einfach alles fallen gelassen, damit ich schneller laufen kann. Wahrscheinlich könnte ich es wiederfinden, wenn ich der Spur meines Krempels folgen würde. Aber das kannst du vergessen. Ich gehe keinen Schritt in die Nähe dieses Viehs. Ich werde das Vieh für dich jagen. Wirklich? Aber warum solltest du das tun? Du hast was von einem Schatz erzählt. Ja, mein Schatz, den ich dort vergraben wollte. Ich sag dir was. Töte das Vieh und bring mir den Inhalt meiner Truhe. Dann machen wir halbe-halbe. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. Achtung, jetzt...
Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Gut so. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Der steht nicht mehr auf. Dem zertrümmere ich den Schädel. Deine Haut macht mir eine Mütze. Alle Frauen lagen ihm zu Füßen und keine konnte sich seinem Charme entziehen. Als ich nach seinem Geheimnis fragte, verriet er mir, dass er all seine Liebesbriefe mit seiner blauen Feder schrieb. Eines Abends fegte ein Sturm über Taranis und wehte die Feder aus dem Turmfenster. Er hat noch lange am Oststrand danach gesucht, sie aber nie wiedergefunden. So, so. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Gerade um das gute Opferfleisch. Deine Haut macht mir eine Mütze.
ist jemand Richtung Norden gegangen. Dieser Turm ist die reinste Todesfalle. Auf mich wirkt er ziemlich harmlos. Lass dich ja nicht täuschen. Wer weiß, wie viele Ratten oben im Turm hausen. Wenn du nicht Acht gibst, stürzen sie sich auf dich nieder und kratzen dir die Augen aus. Hey, Zivilist, hast du dich verlaufen? Ich sehe mich nur um. Umsehen ist nicht. Hier ist Kriegsgebiet. Kriegsgebiet? Hier scheint alles ruhig zu sein. Ach was. Dann sieh dich mal weiter im Osten um. Ich sag dir, da brennt der Busch. Warum bist du hier und nicht im Osten? Weil Tanner dem Leuchtturmwärter Jack ein paar Tritte in den Arsch verpasst hat. Soll der sich doch darum kümmern. Ihr scheint eure Befehle ja sehr ernst zu nehmen. Tue nichts, was andere besser für dich tun können. Was machst du hier oben außer Wache schieben? Für meinen Ruhestand sorgen. Bitte was? Da fängst an zu grübeln, was? Denk mal drüber nach. Ich werde dir schon auf die Schliche kommen. Oh, viel Spaß dabei. Aber nur damit du es weißt, unterhalb des Leuchtturms hast du dich nicht herumzutreiben. Wie viele Soldaten seid ihr auf Takarigua? Der Großteil unserer Einheit ist in Puerto Sacarico stationiert. Und von dem Frischfleisch, das mit Kommandant Sebastiano und uns ankam, ist nicht mehr viel übrig. Aber um die ist es nicht schade. Neulinge haben's einfach nicht drauf. Hey du, angetreten, aber ein bisschen flott. Glaubst wohl, du könntest dich hier so durchmogeln, was? Geht's auch freundlich, ja? Du, werd bloß nicht frech, Freundchen. Sonst blüht dir das gleiche wie Jack, dem Leuchtturmwärter. Kannst du mir etwas beibringen? Nur wenn die Kasse stimmt. Bring mir bei, wie ich Untoten mehr Schaden zufügen kann. Natürlich. Kein Problem. Ich habe nicht genug Gold.
Also gut. Was willst du von mir? Schon besser. Schnapp dir einen Besen. Ich will, dass du diesen Saustall von Turm auf Hochglanz bringst. Klar, mache ich doch gerne. Das heißt zu Befehl. Für Tagelöhner wie dich gibt's eh keine bessere Arbeit. Jetzt mach dich gefälligst an die Arbeit. Ich glaube, dein Vater hat dich nicht genug verhauen, kann das sein? Pass auf deine Zunge auf, sonst setzt es was. So gut bin ich auch nicht. Hast du schon mal richtig was aufs Maul bekommen? Dir juckt wohl das Fell, wie? So ein Schluck Wasser wie du hat doch gar nicht das Zeug dazu. Ich denke, ich gebe dir mal was auf die Fresse. Du? Das wird ein Spaß. Komm her. Genau so! Hau ihm auf die Fresse! Was ist passiert? Mann, mir brummt der Schädel. Hau bloß ab. Die eigene Medizin ist meistens die bitterste. Spar dir deine schlauen Sprüche. Ab jetzt tust du, was ich sage, sonst... Ist ja schon gut. Spiel dich nicht so auf. Du bist Jacks Ablösung. Ab an den Strand mit dir. Und wenn ich nicht will? Ich hab dich nicht nach deiner Meinung gefragt. Zum Strand, aber im Laufschritt. Ja, ja. Dann muss ich deine Fresse wenigstens nicht mehr ertragen. Ich habe dein Tagebuch gefunden. Wie bitte? Du hast im Turm nicht herumzulungern. Warte nur, bis ich Tanner davon erzählt habe. Tanner hat seine Packung schon bekommen. Also halt besser die Luft an. Du hältst dich wohl für besonders klug, was? Du hast den Leuchtturmwärter bestohlen. Du meinst nur, weil das in meinem Tagebuch steht. Ohne das Diebesgut kannst du mir gar nichts beweisen. Zu schwierig.
Geht doch.